So, außer Queen ist ja niemand hier oben, ne? Nee. Ich glaube, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Die Sache ist nämlich mit den Feuerzaubern, oder generell den Elementarzaubern, wir haben normalerweise die roten, gelben, grünen Anime und so weiter, ne? Allerdings, wenn wir dann mal was verstärken und es dann an die größere Verstärkung geht, dann reichen die uns nicht mehr aus, denn dann brauchen wir eine verstärkte Form davon. Das ist dann zum Beispiel bei den roten hier die Magenta-Anima. Aber von denen habe ich jetzt auch schon ein paar gesammelt, und zwar darüber, dass ich, als ich in der Hubrum-Region war, einfach mal diese Kämpfe, bei denen man dann noch eine zweite Runde mit stärkeren Gegnern machen kann, bis zum Ende durchgezogen habe. Denn da ging es dann bis, ich glaube, maximal Level 31 oder 32 immer. Und da sind die Gegner dann stark genug, dass sie dann schon die verstärkten Anime fallen lassen. So, und genau das wollen wir jetzt auch ausnutzen. Wir sehen, wir haben 48 mal die Magenta-Anima. Dann will ich doch auch den Schaden noch ein bisschen hochpumpen. Wir können übrigens auch hier diese Neuversuche... Wow, krass. Elfenbein-Anima, sowas hab ich. Wir können auch diese Neuversuche hier starten. Bei denen dann quasi bessere Versionen mit rauskommen können von unseren Verstärkungen. Und wir sehen, das habe ich jetzt bisher auch noch nicht gehabt, dass ich diese Elfenbein-Anima hier einsetzen kann, um den Zauber noch ein ganzes Stück mehr zu verstärken. Wenn du Elfenbein-Anima hinzufügst, wird das Ergebnis bombig, Kupo. Möchtest du diese Verstärkung durchführen, Kupo? Na klar. Sehr gern. Damit ist der Schaden jetzt schon mal ein ganzes Stück stärker. Oh, jetzt brauchen wir sogar schon die nächste Stufe der roten Anime. Karmin wäre das dann. Habe ich auch schon, aber noch nicht genug, wie wir sehen. Okay, MP-Verbrauch. Bei MP-Verbrauch ist übrigens das Problem. Wir haben es gesehen, wenn wir jetzt nicht gerade mit dieser Elfenbein-Anima agieren, dann geht normalerweise die Stufe vom MP-Verbrauch runter. Das heißt, der MP-Verbrauch wird größer. Was auch Sinn macht, wenn wir den Schaden erhöhen. Allerdings, wenn wir dann hier Punkte einsetzen wollen, um den MP-Verbrauch zu erhöhen, geht irgendwas anderes runter, und zwar ganz gewaltig. In dem Fall hier ist es die Reichweite. Und das möchte ich eigentlich nicht, muss ich zugeben. So, Intonationsdauer. Verringert die Zeit, die du zum Intonieren der Magie benötigst. Ich kann mir darunter nichts so richtig vorstellen, muss ich zugeben. So, aber mit der Magenta-Anima möchte ich noch die Reichweite auf jeden Fall erhöhen, auch wenn der MP-Verbrauch damit noch weiter runter hochgeht. So, jetzt will ich das nochmal mit den Neuversuchen probieren. Könnte ich schon wieder mit der Elfenbein-Anima machen? Nein, will ich jetzt aber gerade nicht. So. Wobei plus 21 schon ganz schön gewaltig ist, ne? Nee. Ich spare mir das mal. Wir gucken aber mal, ich hatte das eigentlich beim letzten Mal. Jetzt, genau, da kann ich plus 18 nämlich erreichen und minus 3 beim MP-Verbrauch. Wobei es eigentlich nicht lohnend ist, wenn wir bedenken, dass wir plus 15 mit einem MP-Verbrauch von minus 2 bei der Stufe hinkriegen. Ich glaube, dann mache ich es doch lieber so. So, wir sind immer noch bei der Magenta-Anima hier, das ist sehr schön. Geschwindigkeit könnte man theoretisch auch erhöhen mit der roten. Nee, ich will nicht mit der Elfenbein-Anima. Die will ich mir schon noch ein bisschen... Gib mir mal bitte was anderes, dankeschön. Die will ich mir schon noch ein bisschen sparen. Oh, das ist mal ein guter Deal. Plus 15 bei Reichweite, minus 1 bei MP-Verbrauch. Kannst du mal sehen. Okay, jetzt brauchen wir ja auch Kamin. Gut, gehen wir mal hier noch ein bisschen drauf. Boah, minus 3, echt jetzt? Gut, aber Geschwindigkeit ist schon nicht schlecht. Da muss ich noch ein bisschen dran was machen. Okay. So, jetzt könnte man mit der Magenta-Anima zwar noch weitermachen, aber will ich das denn? Ach klar, warum nicht? Plus 10? Ja, ist in Ordnung. Komm. Da haben wir jetzt einen wirklich starken Feuerzauber zumindest mal. Geschwindigkeit, Reichweite und Schaden sind da doch ganz gut dabei jetzt. MP-Verbrauch ist auch noch relativ im Rahmen, würde ich sagen, mit 67. Das ist in Ordnung. Wir müssen auch bedenken, unsere MP steigen ja auch ein bisschen. So, Feuer-FLT setze ich gar nicht ein, deswegen gehe ich da gar nicht weiter drauf auch. So, hier könnten wir theoretisch bei der Intonationsdauer es machen.
verzichte ich mal drauf. Die Eisbombe ist jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. So, Blitz GWR. Wahrscheinlich Gewitter oder so. Ich weiß nicht, was GWR heißen soll. Okay, Sepia-Anime habe ich nicht genug. Aber hier können wir was machen. Das sieht doch gut aus. Ja. Bisschen die Geschwindigkeit hochmachen zumindest. Vielleicht nochmal. Nee. Lass mal die Elfenbeinen stecken. Die sparen wir uns mal für irgendwelche besonderen Momente auf. Okay. Gut, Intonationsdauer. Egal. Müssen wir auf jeden Fall mal ein paar Sepia-Anime sammeln. So, Vita möchte ich auch noch, insofern irgendwas geht, verbessern. Aber geht nicht. Schade. Ich habe nicht genug von diesen Reseda-Anime. Schade. Habe ich zwar ein paar mitgekriegt, aber eben einfach nicht genug. So, ein Spezial haben wir noch nichts. Konnten wir auf jeden Fall mal unsere Zauber ein bisschen verstärken. Vor allen Dingen den Feuerzauber, den haben wir jetzt richtig gut verstärkt. Übrigens müssen wir nicht ins Erzkristallium gehen, um die Magie zu verstärken. Das hätte ich eigentlich auch hier machen können. Wir sehen, hier gibt es den Punkt Erzkristallium. Und da kommen wir genau in dieses Menü rein. Wollte ich nur noch mal gezeigt haben. Ansonsten gehen wir jetzt mal ganz fix ins Klassenzimmer und geben unsere letzten Stunden noch für ein paar Unterrichtsstunden aus. So, was haben wir denn da? Ah, zwei Stück bloß noch. Naja, gut, was soll's. Magiegrundlagen 1, Steigerung der Magie. Magiegrundlagen für Anfänger, der arkane Aufbau von magischen Formeln, Eigenschaften und Unterschiede der verschiedenen Elemente und Erlernen des Grundrepertoires. Los geht's. Welches Gebiet befindet sich im Norden Ruhrbrums? Ace, beantworte du diese Frage. Ey, was soll das denn werden? Ich bin ja wohl der Nächste in der Reihe. Willst du etwas sagen? Ich weiß das eh nicht. Im Norden Ruhrbrums liegt Nordruhrbrum, das ist ja wohl klar. Eins muss man nein lassen. Er strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Und er hat immer noch nicht gelernt, auf dem Stuhl richtig zu sitzen. So, nochmal die Einführung in die Defensivmagie. Einführung in die Defensivmagie, die Grundlagen der Defensivmagie, effektiver Einsatz von Defensivmagie auf dem Schlachtfeld, die Wirksamkeit von Defensivmagie gegen imperiale Waffen, wie man höhere Defensivmagie erlernt und wie man möglichst oft das Wort Defensivmagie in einer Auflistung benutzt. Los geht's. Welches Gebiet befindet sich echt jetzt? Das hatten wir gerade eben erst. Lass wegklicken. Da hätten sie ein bisschen mehr Auswahl reinbringen können schon, finde ich. Na, mein Kleiner. Geht dir der Unterrichtsstoff aus? Für heute gibt es keine weiteren Unterrichtsstunden mehr, Kupo. Genießt eure Freizeit. Ihr habt es euch verdient, Kupo. Okay. Schauen wir uns nochmal ganz kurz um. Irgendwo gibt es doch bestimmt noch jemanden, mit dem wir reden können, oder? Bin ich mir sicher. Ich habe doch garantiert noch nicht alle erwischt, die ein Ausrufezeichen über dem Kopf haben. So, da drüben war ich. Im Erzkristallium gab es auch nichts. Dann gehen wir noch mal ganz kurz ein bisschen spazieren. Wie wär's denn mit der Magiefakultät? Aber dort gibt's, glaube ich, nie so richtig was, ne? Außer dem Auftrag. Was wäre denn das eigentlich gewesen? Drei grüne Anime. Die kriege ich sogar zusammen. Klar, komm. Hier. Hab vielen Dank. Nun weiß ich, warum Dr. Erasure mich an die Klasse 0 verwies. Ein Silberring für uns. Okay, ihr habt hier keinen Kristall, das ist schade. Wen brauche ich denn hier? Ich glaube, Rem ist gerade zur Untersuchung drin. Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz wechseln und da haben wir dann doch auch unsere letzten zwei Stunden verbraten. Das passt doch sehr gut. Okay. Haben wir die Zeit dann doch relativ nutzbringend rumgekriegt? Ich habe jetzt übrigens auch endlich mal mitgekriegt, wo man eigentlich die Missionen nochmal wiederholen kann. Und zwar auf dem Stadtbildschirm gibt es direkt ein Feld Missionen. Und da kann ich das auch nochmal machen. Ihr seht, Rem hat auch das neue Kostümchen an. Bei ihr, finde ich, passt es ganz gut. Also sie war, glaube ich, die, bei der das Kostüm am besten gepasst hat, finde ich. Steht halt nicht jedem. Vor allen Dingen, weil manchmal auch die Arme so seltsam abgeschnitten waren. Das hat mir nicht so gut gefallen. Oder die Ärmel, meine ich, nicht die Arme. So, wollen wir noch mal schauen, was Mutter für uns hat. The medications are not working. Your symptoms have gotten worse.
How much time do I have left? I can't say, but perhaps you'd best begin saying your goodbyes. I heard from my predecessor that you want to fight on the battlefield as a cadet until the very end. Yes. If I'm not going to recover, then I don't want to just lie in bed waiting to die. Then you'll need to submit your request on paper. I'm giving you a new prescription to take every morning. Just so you know, you may experience intense pain at night. Yes, I understand. Dismissed. You have another question? Could I ask you not to tell anyone in Class Zero that I'm sick? Oh, that's no problem. Personal information on cadets is strictly confidential. I won't tell anyone. Rem ist todkrank? Okay. Gut, wir sollen ins Klassenzimmer für die nächste Mission. Das wollen wir sehr gern machen. Aber warum ist Rem denn todkrank? Was hat sie denn eigentlich? Das würde mich doch schon interessieren. Ich muss dazugeben, ich habe auch im Internet ein bisschen nach Tipps gesucht. Eigentlich um schneller zu leveln oder um besser zu leveln, effektiver. Und bin dabei auch auf den Hinweis gestoßen, dass es sich nicht so sehr lohnt, Rem und Makina zu leveln. Deswegen sind die bei mir auch relativ weit unten in der Liste. Vielleicht hat es was damit zu tun. Wir müssen mal schauen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich kann mir momentan noch nicht so viel darunter vorstellen, was genau der Grund dafür ist. Dafür gibt es zu viele Gründe, was es sein könnte. So, rein ins Klassenzimmer mit uns. Auf zur nächsten Mission. Tell me more, Kurosame. At ease. Der Klasse 0 wurde Befehl zum Ausrücken erteilt. Macht euch auf den Weg, sobald ihr euch eure Befehle durchgelesen habt. Infiltration Iskas. Der Klasse 0 wurde ein Ablenkungsmanöver übertragen. Durch gezielte Explosionen mit Hilfe von Kristalliten in der Kanalisation Iskas soll Verwirrung im feindlichen Lager gestiftet werden, um den Rubrumer Militär eine zügige Rückeroberung des Gebietes zu ermöglichen. Vorsicht, eure Sicht wird in der Kanalisation durch den Dunst stark eingeschränkt sein. Okay. Bringt die Energiereaktoren mit den Kristalliten, die ich euch gleich überreichen werde, zur Explosion. Das wird der Stadt die Energiezufuhr abschneiden. Ihr erhaltet zudem einen Protestzauber, mit dem ihr euch schützen könnt, wenn die Angriffe eurer Gegner zu stark sind. Okay. Wunderbar. Den werde ich aber gar nicht benutzen. Ist dann wahrscheinlich etwas, das wir statt Vita anlegen könnten. Dafür könnten wir theoretischerweise auch Dius mitnehmen. Die hat das nämlich sogar mit einem normalen Skill drauf, den sie besitzt. Mit einer normalen Fertigkeit. Achso, genau. Ich wollte noch mit dem hier reden, denn ich habe 4 Erkennungsmarken. Eigentlich müsste der die doch annehmen, oder? Bist du hier, um Erkennungsmarken zu geben, Cooper? Durchaus. Hast du etwa Erkennungsmarken für mich, Cooper? Wie viele denn? Oh, 4, Kupo. Vielen Dank, Kupo. Hier ist ein Zeichen meines Danks, Kupo. Ein Heiltrank. Einer nur? Echt jetzt? Da finde ich ein bisschen traurig. Also ein bisschen mehr hatte ich mir jetzt schon erhofft, muss ich zugeben. Das private Unternehmen Luftikus hat den Linienflugbetrieb wieder aufgenommen, Kupo. Okay. Die Verantwortlichen am Luftschiff-Dock können euch sicher mehr Informationen geben, Kupo. Gut, dann wollen wir da doch gleich mal vorbeischauen. Linienflüge. Der Betrieb von Linienflügen wurde wieder aufgenommen. Mit ihnen können alle Gebiete unter Rubrumer Kontrolle erreicht werden. Je mehr sich der Einfluss Rubrums ausweitet, desto mehr Ziele können angeflogen werden. Wunderbar. Gehen wir noch mal kurz vorbei. Insofern wir den können. Wir waren ja schon mal hier hinten. Aber die können uns ja noch mal kurz was dazu erzählen. Damals ging es ja noch nicht hier am Luftschiff-Dock. So, mittlerweile habe ich übrigens auch mit allen Mogris mal gesprochen. Dafür gibt es, glaube ich, sogar eine Errungenschaft, dass man mit allen mal geredet hat. Ich weiß gar nicht, ob ich die gekriegt habe, ehrlich gesagt. Ich habe es ja eh ausgeschaltet hier bei Steam, dass mir das angezeigt wird. Aber egal. Euch Kadetten haben wir es zu verdanken, dass die Luftschiffe wieder in Betrieb sind. Natürlich können wir vorerst nur über Rubrumer-Gebiet operieren.
Je mehr Gebiete ihr für die Republik zurückerobert, desto mehr Orte können wir letztendlich anfliegen. Linienflüge, ja, das hatten wir doch gerade schon. Die Flüge sind natürlich nicht umsonst. Ohne Gil musst du dich auf Schuss des Rappen zu deinem Ziel aufmachen. Ausschließlich im Rahmen von Missionen werden die Kosten für die Nutzung von Luftschiffen von der Akademie getragen. Okay, wo bist du hin? Nach Mieko? Wo ist das denn? Wo liegt denn Mieko? Ich habe keine Ahnung. Bringt mir das denn was? Kostet mich 150 Gil. Nö, wir laufen. Wir laufen. War Mieko jetzt die Stadt, in die wir machen als nächstes, oder nicht so? Steht das hier nochmal irgendwo? Nee, oder? Ah, nee, Iskara-Region war das ja. Nee, da kommen wir mit Mieko oder wie auch immer sie ist jetzt auch gar nicht so gut. Dann laufen wir lieber von hier aus, würde ich sagen. Kein Problem. Es ist sowieso ganz gut, wenn man die Kämpfe annimmt, die man auf dem Weg hat. Einfach um zu trainieren. Good luck to you. Man sammelt dadurch doch ganz gute Erfahrungen eigentlich, so auf die Dauer. We're counting on you. Wenn man viele Kämpfe hintereinander macht. Also, das lohnt sich schon, würde ich sagen. So, da kann ich euch bei der Gelegenheit in der Togoraf-Region auch gleich mal zeigen, was die Lesiod eigentlich angerichtet haben. Erstmal speichere ich noch kurz. Die Weltkarte hat sich an der Stelle dort ein bisschen verändert, muss ich zugeben. So, auf geht's. Auf in die Rukrum-Region und wir schauen mal ganz kurz. Einfach links halten. Okay, einfach am Ufer lang. Das sollte schon passen. So, hier in der Region, wo die Level jetzt noch relativ niedrig sind, werde ich jetzt nicht zulässige Kämpfe machen, sondern werde das jetzt relativ kurz halten. Einfach mal alles wegklatschen, was uns in die Quere kommt. Und dann... Komm, greif mich mal an hier. Bei denen habe ich nämlich auch ganz gut raus mittlerweile, wie man das Timing dafür abpasst, dass der Verhängnistreffer gelandet wird. Bei den Wasserpuddingen. Aquapuddingen, meine ich. Nein, wir ziehen uns zurück. Ist nämlich eigentlich gar nicht so schwer. Und zwar immer direkt, nachdem die angegriffen haben. Und dem Angriff kann man ziemlich leicht ausweichen, wie wir gesehen haben. Sind sie für einen kurzen Moment halt für den Verhängnistreffer verwundbar. Und damit kann man die auch, wenn sie dann auf Level 31 sind, wo sie ja aufgrund ihrer physischen Abwehrkraft extrem schwierig mit der normalen Waffe zu besiegen sind, ganz einfach mit einem Schlag töten. Ja, hallo? Ach komm, egal, hauen wir einfach mal so drauf. Ganz nebenbei auch noch alle Gegner drumherum mit tot gemacht. Die sind halt einfach diejenigen, die am meisten abhalten können von dem normalen Schaden, ne? Deswegen halten die dann auch am längsten durch dabei. Nein, wir ziehen uns zurück. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man hier bis zum Ende kämpft und das ein paar Mal macht, kann man ganz gut im Level steigen. Aber auch diese Trainingsmethode, wenn man sich ausloggt, gerade für Casual-Player, die nicht so viel spielen, ist das nicht schlecht. Weil man dann eben einmal am Tag sich einloggen kann, um dann den Trainingsgewinn sozusagen in Empfang zu nehmen. Und das macht man dann halt mal für alle Charaktere. Und dann sind zwar zwei Wochen um, aber dann sind auch alle Charaktere und ein paar Level gestiegen dabei. Okay, weiter geht's. So, die Richtung müsste stimmen. Und damit sind wir wieder in der Togoraf-Region. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht den Behemoths in die Klauen fallen. Das da hinten ist übrigens Togoraf. Dieser Krater, in dem der Chocobo gerade langläuft. Da fällt mir gerade auf, wir könnten eigentlich mal ein paar Chocobos jagen gehen. Das geht, wenn man selbst auf dem Chocobo reitet, ziemlich einfach eigentlich. Oh, neue Gegner. Kappa Tenta sagt mir ja gar nichts. Aber gut, Level 15, die halten jetzt natürlich auch nicht so viel aus gerade. Gegen 7, weil fast doppeltes Level, ne? Gut, muss ich mir aber merken, hier kann man ganz gut wahrscheinlich trainieren.
So, machen wir doch einfach mal den Ritt auf einem Chocobo. Damit sind wir nämlich schneller und die Behemoths verfolgen uns nicht. Und wir können auch, während wir auf dem Chocobo reiten, andere Chocobos einsammeln. Und genau das ist gerade mein Ansinnen. Wenn ich hier schon mehrere sehe, dann sammle ich die auch gleich. So, ich habe übrigens auch in der Zeit, in der ich hier am... Oh Gott, die verfolgen mich ja doch. Scheiße. In der Zeit, in der ich hier am Trainieren war, habe ich auch nochmal eine Zucht neu aufgegeben. So dass ich jetzt ein paar Militär-Chocobos mehr habe. Gut, dann lässt mich wieder in Ruhe. Wunderbar. So viele habe ich aber immer noch nicht. Also ich will die auch nicht einsetzen, solange ich noch die normalen habe. Aber ich habe auch ein bisschen Kraut gefunden, das nicht das normale Gieserkraut ist. Ich denke, das könnte uns helfen, bei der Zucht mal was anderes rauszukriegen.